Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mist Survival. Wir müssen ein bisschen schlafen. Sollte reichen. Wir werden ein bisschen verhungern, ein bisschen Leben verlieren. Ja, das ist nicht so wild. Erstmal ein bisschen frühstücken. Okay, ich hatte einen falschen Stecker im Ohr. Ich habe mich gerade gewundert, warum höre ich denn überhaupt nichts? Das war des Rätsels Lösung. Holz, und das sollte eigentlich reichen, dass ich mir ein paar Äxte machen kann. Da benehmen wir uns wie die Axt im Walde und Hauptsache es funktioniert. Diese Fallen sind absolut nicht ergiebig. Ach, ich brauche 8 Bretter, so ein Ding. Das ist ja voll der Wucher. So, schmelze ich nochmal ein und... Ne, brauche ich eigentlich gar nicht einschmelzen. Zwei weitere Äxte sollten reichen. Wer hätte es gedacht, das müssen wir schon Werkzeuge machen. Blödes Zink. So ein Ding sollte ich eigentlich auch mal bauen. American Eagle. Ich habe genug Eisen. Dann könnte ich die ganzen Messer vielleicht loswerden. Könnte ich hier einschmelzen, was braucht man da? Ah ja, okay. Irgendwann mal. Genauso den könnte ich auch mal machen. Irgendwann mal. Jetzt möchte ich ehrlich gesagt Holz holen. Bisschen was im Inventar haben wir noch, das ist okay. Das Eisen kommt weg. Zwei Äxte. Sollte reichen. Zu essen sollte ich vielleicht trotzdem noch was mitnehmen. Das letzte Dosenobst. Skorbut gibt's nicht. Da kann es eigentlich egal. Es gibt wirklich kein Skorbut. Krank werden kann man nicht. Ich glaube, sonst wären wir schon längst. Ich weiß, ich bin euch immer noch schuldig, dass ich die Hühner holen wollte. Aber... Keine Ahnung. Ich suche gerade irgendeinen Grund, aber mir fällt keiner ein. Die Scheibe wird immer dreckiger, oder? Vielleicht kommt es immer nur so vor. Sachen, die man auch in einer Apokalypse erledigen kann. Man könnte die Autoscheibe sauber machen. Ab einem gewissen Grad stört sogar mich. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe nichts dagegen, wenn die Scheibe ein bisschen dreckig ist, aber wenn es zu viel wird, dann habe ich was dagegen. Weil dann sehe ich nichts mehr. Und das finde ich dann doch nicht so lustig. Na los, fahr. Okay. Was? Okay. Hier lag, glaube ich, noch Kram rum. Ja, die Zweige werde ich in Zukunft zum Verbrennen nehmen. Da finden wir so viel von. Blätterlich. Ich suche es jetzt nicht gezielt. Ich werde es zwar mitnehmen, aber ich werde es nicht gezielt suchen. Schade, ich dachte, es klappt. So viele Bäume, die noch abzufällen sind.
Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, ich brauche deutlich weniger Holz, wenn ich nicht ständig bauen würde. Dann ist der Holzbedarf deutlich geringer. Der Winter braucht ja noch ein bisschen. Wir sind erst einen Monat unterwegs. Okay. Macht das auch doppelt Schaden an unserem... Ne, Stamina geht genau gleich runter. 19? Oh ja, es macht... Ich glaube, unsere Axt belastet es tatsächlich doppelt. Unsere Ausdauer weniger. Oh, okay. Also die physikalische Engine ist schon ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich nicht viel zuzufügen. Das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass wenn du Bäume fällst, dass halt andere Bäume, kleinere Bäume meistens, mit umkippen. Das habe ich so beim Holzfällen festgestellt. Ja, ich habe einen Sägeschein. Ich habe so einen Lehrgang machen müssen und jetzt darf ich in... Auf seinem Privatgrundstück darf übrigens jeder machen, was er will. Aber ich habe das Recht, dass ich in... Na... Deutschen Wäldern? Ja. Es hieß anders. Nicht deutschen Wäldern. Ich weiß nicht mehr. Also... In von der Regierung genutzten Wäldern darf ich Holz sägen. Natürlich auch fällen, aber... Das ist dann immer, also wer sich damit nicht auskennt mit dem Holzfällen, du, also bei uns ist es in der Umgebung so, du ersteigerst dir mit anderen, während du das anschaust, also während du in diesem Gebiet bist, ersteigerst du im Grunde dieses Lös und da hast du halt gewisse Stellen, die markiert sind, da darfst du halt fällen und das Zeug wegmachen, aber ansonsten nichts anrühren. Also normale, gesunde Bäume darfst du nicht fällen. Du darfst nicht einfach Kahlschlag betreiben, das ist verboten. Nur was wirklich vom Förster anmarkiert wird. Das hat eigentlich den Hintergrund. Im Grunde tust du der Natur tatsächlich einen Gefallen, weil du nimmst das Totholz weg, in gewisser Weise. Das würde sonst da jahrelang rumliegen. Hunger haben wir eigentlich noch nicht, oder? Nö. Es ist tatsächlich was Gutes. Ja. Erstmal Mittagsschlaf um 10. Okay, wir haben was gehört und sind deshalb aufgewacht. Interessant. So geht das also. Force wake up. Heard something. Okay, ich dachte immer, der Nebel kommt nicht. Während man schläft. Ich dachte nur, das Problem ist, dass man Probleme in den Nebel kriegt. Ich mach mal weiter. Also während des Nebels kann man nicht schlafen. Haben wir schon festgestellt, dass es eine schlechte Idee ist. Aber hinten bin ich relativ sicher. Aber relativ ist einfach nur relativ, sagen wir es mal so. Es gibt, also bei uns in der Nähe, wenn du dir so ein Lös ersteigert hast, gibt es auch so eine Markierung, da ist ein S drauf. Das heißt nicht wie, das heißt nicht schnell weg, schnell umfüllen, sondern da ist ein Spechtloch. Da könnte ein Specht sein. Wobei dem einen habe ich mir auch gedacht, da ist garantiert kein Specht drin, aber wenn der Förster das macht, dann darfst du das nicht. Auf keinen Fall wegmachen.
Gerade jetzt hier, wo über Baumstümpfe sind, sieht man überall die Gegner. Selbst hier, wo die Axt so hoch und runter geht, das hat mich gerade kurz erschreckt. Ja, ich bin ein kleiner Angsthase. Nee, eigentlich bin ich kein Angsthase. Aber in Spielen tatsächlich schon. Ich sag's mal so, ich habe weniger Angst, aber ich erschrecke sehr schnell. Erschrecken und Angst haben sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Möchte ich nur mal anmerken. Habe ich ja schon ein paar Mal. Ich muss auf jeden Fall ein paar Seile machen, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, wenn der Winter irgendwann kommt, ist es gut, wenn ich ein paar von diesen Drying Racks habe. Weil da werde ich garantiert mehr davon brauchen. Die Äste sind eigentlich gutes Brandmaterial. Da brauche ich wenigstens kein Holz für ausgeben. Ich frage mich, was wir gehört haben. Was ist, wenn in diesem Nebel die Stimmen der Toten noch sind? Unheimlich. Alle, die in diesem Nebel umkommen, sind auf ewig drin gefangen, die Seelen. Und sie rufen nach den Lebenden. Sie rufen nach Hilfe. Viel Spaß, wenn ihr nächstes Mal richtig Nebel habt. Da unten ist einer, ich sehe ihn. Hat er das gehört? Er kommt auf jeden Fall näher. Ich glaube, der hört uns tatsächlich. Schnupper nur. Willst du dich bitte umdrehen? Ich würde dich gerne messern. Das spart Muni. Ich lege mich da mal hin. Wir müssen irgendwie eine Uhr haben. Wir wissen nämlich auch immer, wie spät es ist. Also wir können jetzt auch nachts nicht anhand von einem Sonnenstand wissen, wie spät es ist, aber er muss es wissen. Dreh dich um. Die Muni brauche ich weniger. Aber die Hände sind eindeutig von dem Mann. Die Schrot finde ich einfach viel effizienter. Kacke! Okay. Du bist aber hässlich. Oh! Kann sein, dass der... Kann sein, dass der uns gesehen hat, aber nichts machen konnte. Weil wir hier oben in gewisser Sicherheit waren. Weil die Programmierer nicht damit gerechnet haben, dass man hier hochgeht, um sich zu verstecken. Aber wir sorgen auf jeden Fall gut dafür, dass es hier langsam leer wird.
Schnell nach Hause. Ich kenne mittlerweile das Spawnverhalten von denen, die spawnen in der Nähe. Und nicht überall auf der Karte. Das heißt, ich kann ja rein theoretisch durchfahren. Wenn man schnell genug ist, dürfte keiner vor einem sein. Fressen die eigentlich auch die Bären? Ich glaube fast nicht. Wäre nämlich echt praktisch, wenn die kurz bevor es wieder, bevor der Nebel verschwindet, einen Bären getötet haben und ihn vielleicht nur angefressen. Wir sind ja immun, das wissen wir ja. Von daher kann uns da nichts passieren. Was haben wir denn noch? Ja. Die Axt hat weniger Schaden gekriegt, als ich gedacht hätte. Ich mache mir jetzt trotzdem ein, zwei von denen. Okay. Ich mache mir noch ein paar. Erstmal nehme ich eine Säge. Ich mache mir noch ein paar Bretter und hole die Nägel. Ein paar Nägel. Na, kann ich weiterbauen. Ja, einfach mal 36 Stück. Jetzt hat man ja gerade Nebel, jetzt kann nicht gleich was passieren. Das ist gut. Oh, das kriege ich auf jeden Fall fertig. Oh, ein Stein. Davon brauche ich noch mehr. Oh, einfach nur 2 Stunden, das ist kein Problem. Ist es dunkler? Ne, ist kein Nebel. Nebel ist viel dichter. Vielleicht muss ich demnächst die Blätter anfangen wegzuschmeißen oder ich brauche eine neue Kiste extra für Blätter und für Baumrinde. Baumrinde hat ja tatsächlich noch einen Nutzen, aber die Blätter brauche ich irgendwann nicht mehr. Zumindest solange ich keine Hühner habe. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen die ja Blätter. So, wo ist die... Hier könnten wir wieder eine Schießscharte drauf machen. Können wir auch schön alles draußen im Blick behalten. Ist verrückt, wie schnell es verbaut ist, oder? Wenn ich dann denke, wie lange wir sammeln müssen dafür. Und es ist ruckzuck verbaut. Ich will eigentlich keinen Müll hier in der Stadt. In meiner Stadt möchte ich keinen Müll. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte einfach nicht, dass hier alles zugemüllt ist. Es ist einfach... Ich mag das einfach nicht. Wie ja schon gesagt,
Die Bösen haben immer solch jahrelang irgendwo gehaust, in Fallout zum Beispiel, und überall ist verdreckt. Bei den Raidern könnte ich es verstehen, in gewisser Weise, aber wer will denn so leben? Nee, den machen wir weg. Wir werden jetzt relativ schnell wieder alles weg haben. Im Grunde kann man an einem Tag so drei Dinger setzen in etwa. Wenn nicht sogar noch mehr. Mann, ich brauche dringend einen neuen Schrank. Die Rinde werden wir noch brauchen, wenn ich dann anfange, viel Wasser zu abzukochen. Ich sehe es nicht mehr richtig, okay. Bauen wir einfach mal mitten in der Nacht weiter, ist gar kein Problem. Hauptsache der Nebel kommt nicht. Aber weiter mag ich eigentlich nicht bauen. So lang, was ist denn das da? Ach, von dem Ding ist Feuer eingefroren. Interessant. Hm, schön. Schön. Das Feuer brennt. Nee, wo war's denn hier? Die Destille würde ich heute gern bauen. Moonshine-Reflux. Fluxkompensator. Okay, wir brauchen 10 Liter, eine Flasche und zweimal das. Ehrlich gesagt, hier drüben müsste ich noch ein paar von diesen Destillen aufbauen. Ich müsste nur noch wissen, wo die sind. Wasserfass ist eigentlich, ein Wasserfass ist für mich nur für drin. Wo waren die? Ach hier, Water Purifier. Davon könnte ich eigentlich hier noch draußen ein paar bauen. Da haben wir eigentlich alles. Nur kurz anbauen. Brauchen wir mehr Schrott. Uns geht's mäßig. Ah, dieser blöde Hund da draußen. Wir schlafen mal 5-6 Stunden. Ich verstehe nicht, warum die ihre Hunde immer so weit animieren, wirklich zu bellen und zu bellen und zu... Ach. Ist sowas von unnötig. Okay, wir bräuchten ein paar Eimer. Dann baue ich nämlich ein paar von den Dingern. Irgendwann baue ich noch mehr davon. So 3 Stück, da kann ich eine Menge Wasser distillen. Und ich brauche ein bisschen Holz. Und natürlich das Scrap Metal. Wir haben kein Scrap Metal mehr. Und dann kann ich auch ein paar von den Distillen bauen, von denen da. Das dauert nämlich 24 Stunden, das weiß ich. Oh, machen wir noch ein bisschen Holz. Nein. Jetzt würde ich, genau. Ich kann es nämlich nicht abtreten, weil ich es selber machen muss.
Steine bräuchte man. Ich könnte noch einen weiteren dahin bauen. Ich könnte aber auch noch. Jetzt geht's hier langsam los mit den Großprojekten, oder? Ich reiß mal das ab. Den Tisch brauchen wir da eh nicht, oder? Noch eine zweite da hinbauen. Sieht nicht schön aus. Klar, ich kann sie im Nachhinein noch umstellen. Da merke ich mir nicht, wo genau dieses Zeug immer ist. Boah, ich gehe gleich rüber und töte diesen Hund. Das Schlimme ist ja, der Hund kann nichts dafür. Dieses permanente Gekläffe. Ich weiß nicht, warum manche Leute das den Hunden an... erstmal durchgehen lassen, beziehungsweise sogar teilweise unterstützen. Da habe ich gar nichts für. Ehrlich gesagt, den... Davon hätte ich noch mindestens gern einen. Wir brauchen Schrott und wir brauchen vor allem Steine. Und hier hinten baue ich nochmal schnell weiter. Wir brauchen gerade so viel Schrott. Ich brauche auch noch Schrott, um die Eimer dann zu bauen. Während ich hier aufnehme, läuft im Hintergrund... Also ihr hört es nicht, aber ich habe gerade mal kurz rüber geschaut. Eine Aufnahme von einem Gameboy-Spiel. Obwohl, die ist auch schon längst raus, wenn ich... Der ist wieder verschwunden, der Baum. Auch schon längst gelaufen, wenn die Folge hier rauskommt. Oh ja, ein bisschen was kriegt man noch hin. Das sieht immer aus wie Nebel. Unser Hammer macht es nicht mehr lang. Ich werde immer schön mit Messern versorgt. An und für sich wäre das Survival-technisch super. Komponenten sind eigentlich auch nicht schlecht. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das endlich fertig haben. Ach ja, hier ist ja... Ach ja, das war ja mein altes Auto. Ist da noch irgendwas hinten drin? Oh! Die sollte man mitnehmen, diese Sachen, oder? Richtig, das war ja, nachdem ich versucht habe, eine Dame zu befreien, eine Dame in Nöten. Die Brechstange kann hier bleiben. Ja, könnte auch ein stilistisches Element sein. Ja, wir haben das Ding, aber das bringt uns absolut nichts, denn wir haben keine Tiere. Oh, Feuerholz und Holz und Rinde. Granatenteile. Alles, was man so bei sich zu Hause hat. Es kommt wirklich Nebel. Ich sehe es ganz genau. Wisst ihr, was wir jetzt mit den M4s machen?
Wir haben so viel davon. Die nehmen wir jetzt auseinander. Ich finde immer mehr davon und ich brauch's wirklich nicht. Es wird einfach zu viel. Haben wir schon wieder einen perfekten Hammer gefunden. Die Hämmer werden jetzt auch... Die gehen jetzt auch mal flöten. Das ist was die schlechtesten. Ich guck mal, ob ich die einschmelzen kann. Sobald der Nebel vorbei ist. Oh, da kann ich auch ein paar Handgranaten machen. Das kann ich dann wirklich nutzen, wenn ich später... Ne, das geht sogar noch rein. Kann von mir hier liegen bleiben erstmal. Den Schrott können wir dann verbauen direkt. Bei den Hämmern schauen wir einfach mal, dass wir... Dass wir die irgendwie loswerden. Die Sägen, weiß ich, man kann sie einschmelzen. Das ist einfach so gutes Zeug hier, das hält doch ewig. Vielleicht kann ich noch ein paar Hämmer mehr einschmelzen. Oder ich schmeiß mal ein paar weg. Hier. Die kann ich einschmelzen, das weiß ich. Ach ja, schlafen gehen ist jetzt schlecht. Ich könnte meinem Hobby frönen. Und ein paar Sachen mischen. Jetzt geht so langsam die Kohle aus. So, Salpeter haben wir noch. Es verzieht sich auf jeden Fall. Wie lange können diese Misthöhle da draußen eigentlich noch bellen? Ich hoffe, das hört man nicht. Darf ich nicht. Die darf ich aber. Bringt absolut gar nichts. Ich schmeiß das Zeug jetzt mal ein bisschen weg. Habe ich jetzt gerade was Wichtiges weggeschmissen? Ich weiß es nicht. Kann ich ein paar von den Messern einschmelzen? Muss ich mal schauen, ob es einen Unterschied macht, ob es gute Messer sind oder nicht. Klar, Messer sind mega wichtig, aber wie viele Messer kann ich brauchen? Oh, reicht schon. Haben die alle 75? Ah ja, der Wert ist immer gleich. Okay, es fehlen auf jeden Fall Komponenten. Steine. Oh, 20 Metal Scraps und hier noch Stein. 20 Komponenten und 10 Stein. Die Komponenten sind kein Problem, haben wir ja jetzt gerade. Ja, sieht doch schon besser aus. Steine hatte ich ja keine mehr hier, oder? Habe ich nicht geschaut? Nö.
Wir sind jetzt zwar permanent immer erschöpft, weil... Gründe? Die Komponenten waren schnell verarbeitet. Okay. Zwei leere Flaschen noch. So, ein bisschen Platz haben wir wieder. Das sieht sehr wüst aus bei mir. Okay, ich brauche... Ich muss mal gucken, was brauche ich denn alles für... Diese Fallen, ich muss ja Fallen bauen. Acht, vier, okay. Bretter, Nägel, Komponenten. Naja, zwei kriege ich hin in der nächsten Folge. Gucke ich wirklich mal, dass wir... Erstmal will ich die Fallen ausbringen. Und ich würde auch wirklich sehr gerne mal gucken, dass wir die Frauen nochmal wieder kriegen. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und... Es geht jetzt wieder, weil das Haus gesetzt ist. Ich weiß nicht, warum dieses... warum das Setzen weg war. Naja, fehlt noch einiges. Dass wir so viel Schrott brauchen, wundert mich eigentlich. Klebeband ist auch nicht wirklich so nützlich. Zwei Fallen haben wir, okay. Wenn das alles Äxte wären, hätte ich mehr davon. Aber ich will nicht meckern. Auch wenn ich es tue. Wenn ich wirklich gehe. Okay, das brauche ich nicht. Das schieße ich einmal leer und dann war es das. Ausgerüstet Zimmer. Lassen wir das jetzt mal. Ich habe jetzt leider nichts, was ich als effizienten Köder verwenden könnte. Also nehme ich mal ein bisschen Schweinefleisch mit. Vielleicht mögen Hühner das, ja. Da ich Hühner schon hatte, kann ich euch Folgendes sagen. Hühner fressen alles. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Den Tag würde ich gerne noch zu Ende bringen. Das können wir eigentlich alles verwursten. Oh, das ist wirklich eine Arbeit, die ich später die Damen des Hauses erledigen lassen kann. Das sehe ich jetzt erst. Das ist wirklich, das ist ein Job für die. Da kann ich mich um andere Sachen kümmern. Auf jeden Fall wird so hier endlich mal ein bisschen Platz. Finde ich sehr schön. Schlafen können wir jetzt auch noch. 8 Stunden. Na, gucke ich morgen mal, dass wir die Damen wieder kriegen. Und vielleicht bringe ich auch irgendwo ein paar Fallen aus. Ich würde aber sagen, das war Let's Play Mist Survival für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir müssen wieder auf Wasser umsteigen. Interessant. Lange her.
Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wir starten irgendwie immer hier, oder? So ziemlich. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.